Wir befinden uns gerade in Bremen, auf der Überseeinsel, auf dem ehemaligen Kellogg-Areal. Und hier bauen wir die Reishalle. Die Reishalle oder auch das Reislager genannt. Die Reishalle, das ist ein Gebäude, in dem sich später einmal Gastronomie, Lebensmittelhandel und auch Büros ansiedeln werden. Und dieses Gebäude erstreckt sich über 5 Etagen und hat eine Gesamtfläche von 8500 Quadratmeter, später, wenn es mal fertig ist. Also wir befinden uns jetzt noch im Moment im Untergeschoss, im Kellergeschoss. Und da haben wir vor 2 Wochen die Sohle fertiggestellt. Eine Betonsohle, die zwischen 60 und 90 cm stark ist, wo wir um die 1600 Kubikmeter Beton eingebaut haben und 280 Tonnen Bewährungsstahl. Jetzt beschäftigen wir uns im Augenblick mit den Stahlbetonwänden, Stahlbetonstützen. Kann man eigentlich ganz schön sehen, dass wir hier außen schon die Wände soweit alle fertig haben. Im Inneren, da hinten zum Beispiel, da machen wir jetzt gerade einen Aufzug, den wir gerade einschalen und betonieren werden heute. Jetzt im Moment sind wir, wie gesagt, mit den Betonarbeiten beschäftigt, aber auch wir mauern gerade Kalksandsteine. Das heißt, die Maurer legen gerade Wände an und kleben auch Kalksandsteine. Das sind auch nochmal um die 1000 Quadratmeter KS-Mauerwerk, die da unten ins Untergeschoss reinkommen. Und das wird auch noch ungefähr 2 Wochen dauern. Schwierig an dieser Baustelle ist, wir müssen alles in Sichtbetonqualität herstellen, in SG2. Und wir haben auch sehr viel Schalarbeiten, da wir viele Decken, jetzt im nächsten Geschoss zum Beispiel, wird die Decke örtlich eingeschalt. Das heißt, wir haben keine Filigrandecke mehr, sondern wir müssen tatsächlich auch die ganze Decke einschalen. Das ist für so ein Gebäude, was dann ja ungefähr 50 mal 50 Meter ist, ist es auch schon ziemlich aufwendig, sowas zu machen. Was man sonst noch so zur Baustelle erzählen kann, wir werden hier um die 5000 Kubikmeter Beton in den nächsten Monaten verarbeiten und um die 800 Tonnen Bewährungsstahl. Wir bauen das ja schlüsselfertig hier. Das wird dann wahrscheinlich im Herbst, nächsten Jahres im Herbst, wird das fertig sein.